Moinsen und willkommen zum neuen Video von mir, dem Chef. Heute geht es um das neue Video der Entwickler, wo sie über das neue Update geredet haben, welches am 11.12. erscheinen soll. Und zum Beginn erstmal eine Erinnerung, das nächste Update kommt wie gesagt am 11.12. raus und bis dahin könnt ihr jetzt momentan noch alle kosmetischen Items erhalten, die zum jetzigen Event gehören. Also solltet ihr die Items noch nicht haben, dann spielt jetzt in den nächsten Tagen kurz Sea of Thieves, damit ihr diese noch bekommt. Dann ging es um das kommende Update, also im Groben und Ganzen. Joanie nannte nicht alle Änderungen, die das Update beinhalten wird. Die größte Änderung betrifft wohl den Schwertkampf. Dieser wird wirklich sehr stark überarbeitet. So wird zum Beispiel die Verzögerung stark verringert, wenn ihr mit eurem Schwert einen Gegner nicht treffen solltet. Also ihr seid ja immer, wenn ihr einen Gegner nicht trefft, seid ihr immer komplett eingefroren und somit bewegungsunfähig. Und diese Zeit wird einfach ein klein wenig nach unten versetzt. Allgemein soll der Schwertkampf deutlich flüssiger werden. Das ist aber nicht die einzige Veränderung, was den Schwertkampf betrifft, sondern gelingt es einem Gegner, dass dieser euren Angriff blockt, so wart ihr bislang immer dadurch gestunt, also ihr konntet euch auch ebenfalls nicht mehr bewegen. Das wird nächste Woche komplett überarbeitet und auch entfernt. Das bedeutet, sollte ein Gegner euren Angriff blocken, so werdet ihr nicht mehr eingefroren sein, sondern ihr könnt euch direkt weiter bewegen. Das sind alles Änderungen, die halt dafür gewährleisten sollen, dass einfach der Schwertkampf deutlich flüssiger und einfach ein bisschen schöner abläuft. Ich finde die Änderungen wirklich sehr, sehr sinnvoll und hoffe, dass sie wirklich auch so umgesetzt werden, wie sie jetzt gesagt wurden. Des Weiteren gab es in der letzten Zeit immer wieder mal ein Problem mit einer bekannten Sache. Und zwar war es möglich, durch einen Glitch so schnell die Waffen hin und her zu wechseln, dass es eigentlich prinzipiell nicht möglich war. Denn dieses Feature wurde aus dem Spiel vor langer Zeit mal entfernt. Es gab aber, wie gesagt, einen Glitch, der hat das immer noch zugelassen, dass man das machen konnte. Dieses Problem soll nächste Woche dann gelöst werden und das soll dann nicht mehr möglich sein. Des Weiteren gibt es auch noch eine Veränderung, welche die Kombination Schwert und Schusswaffe betrifft und genauer gesagt den Wechsel zwischen diesen beiden. Der Wechsel zwischen Schusswaffe und Schwert wird ab nächster Woche ein klein wenig länger dauern, also die Zeit wird ein klein wenig nach oben versetzt, bis ihr die Waffen fertig einsetzen könnt. Und weil das immer noch nicht reicht, was die Änderung des Schwertkampfs betrifft, hier gibt es noch zwei weitere. Ab nächster Woche wird es eine Richtungsanzeige geben, an der ihr erkennen könnt, wenn ihr den Gegner nicht vor euch seht, von wo aus ihr getroffen wurdet. Das bezieht sich aber nur auf den Schwertkampf und nicht auf Schusswaffen. Also werdet ihr mit einem Schwert getroffen und der Gegner steht zum Beispiel rechts hinter euch, so werdet ihr zum Beispiel irgendwie eine rote Markierung rechts an eurem Bildschirmrand sehen, dann wisst ihr, okay, der Gegner ist dort, damit ihr eine bessere Orientierung erhaltet. Und die letzte Änderung, was das Schwert betrifft, dieses wird Schlieren hinter sich herziehen, also so weiße Striche, wenn ihr das Schwert schwingen solltet. Das sieht mehr oder weniger eigentlich nur fancy aus, aber prinzipiell natürlich eine Sache, die ganz nett ist. Das waren jetzt soweit aber wirklich alle Sachen, wo der Schwertkampf geändert wird. Aber Joanie sprach noch über ein paar weitere Veränderungen. Und zwar eine Änderung betrifft den Marktplatz, also den Schwarzmarkt. Es wird dem Schwarzmarkt nächste Woche das Archiv hinzugefügt. Das bedeutet, dass ihr dort Items aus vergangenen Wochen kaufen könnt. Die wurden eigentlich aus dem Schwarzmarkt in der Vergangenheit immer entfernt und dann konntet ihr diese nicht mehr erwerben. Aber das Archiv wird dann alle Items aus dem Schwarzmarkt der vergangenen Wochen und Monate beinhalten und ihr könnt diese dann kaufen. Den einzigen Nachteil, den das Ganze hat, die sind dort alle ein klein wenig teurer, aber ich denke mal, das ist jetzt nicht so das große Problem. Des Weiteren wird ab nächster Woche die Munitionskiste hinzugefügt, das haben die Entwickler beim letzten Patch einfach vergessen. Und ebenfalls könnt ihr ab nächster Woche die Sammeltruhen, also wo ihr Items drin lagern könnt, für Gold bei jeder Fraktion verkaufen. Ihr braucht die nicht mal am Außenposten einfach so stehen lassen. Des Weiteren ist es ab nächster Woche möglich, dass Kotze Feuer löschen kann. Und genau, das war's im Großen und Ganzen, worüber Joanie gesprochen hat. Natürlich gibt es auch wieder ein neues Event dann im Dezember. Darüber erfahren wir dann aber erst nächste Woche genauere Details und wir wissen noch nicht, worum sich das dabei drehen wird. Vielleicht bekommen wir tatsächlich eine neue Tall Tale. Das wäre wirklich sehr, sehr cool. Ansonsten war es das soweit von meiner Seite. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und dann sehe ich euch an Bord. Euer Chef.